Herr Maaßen, Sie sagen, der Krieg in der Ukraine ist nicht unser Krieg. Es geht nicht um Freiheit, es geht nicht um Demokratie, es geht nicht um Menschenrechte. Sagen Sie, Sie haben Zustimmung dafür erhalten, aber auch viel Kritik. Fühlen Sie sich missverstanden? Nein, ich glaube nicht, dass ich mich missverstanden fühlen muss. Ich glaube, ich habe das gesagt, was viele Menschen denken. Und ich empfinde das auch als die Realität. Die Ukraine ist kein Staat, der zum Westen gehört. Und zu sagen, in der Ukraine werden Freiheit, Frieden und Menschenrechte verteidigt und wir müssen deswegen auf Seiten der Ukraine stehen, ist aus meiner Sicht unredlich. Die Ukraine ist ein hochkorrupter Staat. Herr Zelensky ist noch vor einem halben Jahr in deutschen Medien scharf kritisiert worden, wegen der Korruption dort, wegen auch Rechtsverletzungen, wegen der Verletzung auch von Minderheitenrechten in der Ukraine. Jetzt wird er als Heilsbringer, als Heiland dargestellt, als ob er der Vorposten der Europäischen Menschenrechtskonvention wäre. Das ist Blödsinn. Es geht um etwas anderes. Wie oft bei Kriegen geht es einfach um Machtinteressen. Und das muss man einfach aussprechen. Und da habe ich auch die Erwartung an unsere Politiker, dass sie etwas mehr Ehrlichkeit zeigen und nicht so tun, als ob wir hier einen humanitären Krieg hätten. Auf der einen Seite die Guten, die weißen Ritter, nämlich die Ukraine mit Herrn Zelensky oben auf dem Pferd und dahinter im Gefolge die USA und wir. Und auf der anderen Seite der Dämon, der Teufel, Putin. Das ist etwas vielleicht noch aus den Kindermärchen, damit kann man kleine Kinder vielleicht noch begeistern, aber das ist nicht die Realität. Die Realität ist komplexer. Es geht um Macht, es geht um Interessen. Und leider zu Lasten der ukrainischen Bevölkerung, der armen Menschen, die da sterben und leiden. Aber völkerrechtlich gesehen, das muss man doch zur Kenntnis nehmen, war es ein Überfall Russlands auf die Ukraine oder sehen Sie das auch anders? Ich sehe das in Teilen auch anders. Wissen Sie, ein Überfall wäre, wenn man völlig unvorbereitet ist. Und wenn man sich die letzten 2 Monate anschaut, muss man sagen, Chapeau, die Ukraine war sehr gut vorbereitet. Die Amerikaner hatten die Ukraine in den letzten Jahren ausgezeichnet vorbereitet. Dass die Russen mit ihrem Vorhaben in einem Handstreich Kiew einzunehmen gescheitert sind, dass die Russen ganz erhebliche Probleme haben, ihre Front, die sie da haben, zu verteidigen. Das war kein Überfall gewesen. Die Ukraine war sehr gut vorbereitet. Es war ein Angriff gewesen. Das ist aber etwas anderes als ein Überfall. Und da stellt sich auch die Frage, ob es völkerrechtmäßig oder völkerrechtswidrig ist. Und wie immer im Völkerrecht gibt es da mehrere Meinungen. Es gibt niemanden, der das entscheidet. Die Russen sind Mitglied des Weltsicherheitsrates, haben eine relevante Stimme dazu. Und die vertreten eine andere Auffassung als wir. Und wir müssen auch einfach sehen, das Völkerrecht ist in den letzten 30 Jahren durch die Amerikaner und durch uns auch verändert worden. Es gab bisher das Gewaltverbot im Völkerrecht und das bedeutete, nur in 2 Fällen durfte Gewalt angewendet werden. Artikel 51 VN-Konvention, Selbstverteidigung und der andere Fall ist Beschluss des UN-Sicherheitsrates. Nun sind wir in den 90er Jahren dazu übergegangen, zu sagen, es gibt noch andere Gründe, humanitäre Interventionen, Peacekeeping-Missions, friedensschaffende Missionen und dergleichen. Und damit hatten wir zum Beispiel auch die Bombardierung von Belgrad gerechtfertigt, was nach dem traditionellen Völkerrecht nicht zu rechtfertigen war. Wir haben rechtfertigt, dass Gaddafi getötet wurde, wir haben einiges rechtfertigt. Und jetzt stehen die Russen auf dem Standpunkt und sagen, wenn die Amerikaner das gemacht haben, dann machen wir es auch. Hans-Georg Maaßen, was hat Putin eigentlich in der jetzigen Situation noch zu verlieren? Ich glaube, Putin weiß, dass er eigentlich mit dem Rücken an der Wand steht oder das putinsche System. Er kann den Krieg eigentlich nicht verlieren, weil wenn er den Krieg verlieren würde... Er kann nicht oder er darf nicht? Er darf den Krieg nicht verlieren. Aus seiner Sicht kann er ihn nicht verlieren, er darf den Krieg nicht verlieren. Denn wenn er den Krieg verlieren würde, würde sofort auch die Machtfrage gestellt werden. Dazu kommt, und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, Russland hat nicht so viel, auf das es stolz sein kann. Es kann nicht stolz sein auf die Wirtschaft, es kann nicht stolz sein auf Autos, auf Erfindungen, auf Forschung, auf Wissenschaften. Hat eine Kultur, auf die Russland stolz ist, aber Russland identifiziert sich zu einem Großteil über das Militär. Über die glorreiche Rote Armee, über das Militär, das Napoleon standgehalten hat, über das Militär, das Deutschland zurückgeworfen hat.
sodass es auch eine Frage des russischen Selbstverständnisses und der russischen Eigenwahrnehmung ist. Das Militär darf hier eigentlich nicht geschlagen werden, weil das trifft jeden Russen auch ins Herz, weil er sich mit dem russischen Militär ein Stück weit über die Geschichte auch identifiziert. Und das muss man, denke ich, auch im Blick behalten, sodass, da stimme ich Gerhard Schindler voll und ganz zu, wir müssen auf einen Waffenstillstand zusteuern. Es kann keinen Krieg geben hier bis zum letzten Ukrainer, dass wir dann hier nach Jahren vielleicht eine Ukraine haben ohne Russen, aber auch vielleicht ohne Ukrainer, sondern wir müssen jetzt zu einem Waffenstillstand kommen. Und was notwendig ist, um zu dem Waffenstillstand zu kommen, ist, dass wir als Westen auch Putin wieder entdämonisieren. Und das macht mir große Sorge, was hier Politik und Medien machen. Putin ist verantwortlich für Kriegsverbrechen, Putin ist verantwortlich für den Krieg, ohne Frage. Aber wir müssen auch mit diesen Leuten reden. Es kann nicht sein, dass jemand so dämonisiert wird, wie es in der Vergangenheit mit Saddam Hussein war, wie es mit Gaddafi war, wie es mit anderen totalitären Herrschern war, und dass man sagt, mit solchen Leuten reden wir nicht. Nein, wir müssen auch mit diesen Leuten reden, weil unser Interesse ist, dass es da zu einem Waffenstillstand und zu einem Frieden kommt. Und wie ich sagte, Putin wird mit Sicherheit, weil er sich mit dem Rücken an der Wand sieht, bis zuletzt kämpfen. Und da müssen wir uns sehr, sehr große Sorgen machen. Da stimme ich auch Gerhard Schindler zu, was er eingangs gesagt hat. Wir können durchaus an der Türschwelle eines Dritten Weltkrieges sein. Denn wenn Putin sieht, die Ukraine geht verloren, für ihn verloren, der Krieg geht verloren und möglicherweise wird der Krieg auch noch auf russisches Territorium ausgedehnt, möglicherweise wird die NATO auch noch Truppen zur Verfügung stellen, dann ist für ihn letztendlich die letzte Eskalationsstufe gegeben. Und die letzte Eskalationsstufe ist der Einsatz von Nuklearwaffen. Da wollte ich gerade mal. Sie haben vorhin in der Tat, Hans-Georg Maaßen hat es gerade gesagt, ziemlich brutal formuliert, dass wir sozusagen an der Schwelle zu einem dritten Weltkrieg stehen. Und jetzt ist das Stichwort Atomwaffen gefallen. Wie ernst muss man Putins Drohung eigentlich nehmen, mit Atomwaffen letztendlich zu reagieren? Ich sagte vorhin schon, Putin ist zwar eiskalt und rücksichtslos, aber so habe ich Gerhard Schindler wahrscheinlich auch die russischen Geheimdienstchefs eingeschätzt. Sie sind rational und kann sie in gewisser Hinsicht berechnen. Und Putin hat in der Vergangenheit eigentlich immer gesagt, was er tut. Und wir haben es nicht ernst genommen. Er hat relativ klar gesagt, für ihn ist es nicht akzeptabel und er ist auch bereit, Militär einzusetzen. Er hat 2001, war es glaube ich, auch vor dem Deutschen Bundestag gesagt, der Kalte Krieg ist zu Ende und lasst uns in Frieden zusammen leben. Ja, das hat er schon gesagt, aber er hat auch gesagt, dass die Entwicklung danach eine Entwicklung zu Lasten Russlands ist und dass er daraus Konsequenzen zieht. Ich will damit sagen, man muss sich einfach darauf einstellen, dass er auch das Undenkbare denkt und das auch bereit ist, das einzusetzen. Das ist Nuklearwaffen. Also ich bin der Meinung, der Mann blufft nicht, sondern er macht hier klar deutlich, dass er auch bereit ist, diesen Weg zu gehen, dass Russland diese unglaubliche Zahl an Nuklearsprengköpfen nicht als Attrappen in den Militäreinrichtungen stehen hat, sondern dass er auch bereit ist, die einzusetzen, wenn nationale, essentielle nationale russische Interessen berührt sind. Das müssen wir einfach im Kopf haben.